Hi, das hier ist mein Pure Tajima Wagyu Cheeseburger und wie ich diese wohl reinste Form eines Cheeseburgers auf dem Brei gemacht habe, das seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier ist mein Brei, den werde ich jetzt bestücken und zwar mit Holzstücken. Die kommen hier oben in diese Firebox rein, die werden da reingestellt. Am Anfang möglichst kleine Holzstücke nehmen, dass diese sich erstmal schön entzünden können, damit wir dann eben genug Brennkraft haben für eben große Holzstücke. Wenn die Feuerbox dann befüllt ist, nehme ich mir einen Stein, den ich hier reinlege und auf dem platziere ich jetzt die Feuerbällchen und diese werden dann einfach angezündet. Und dann kann jetzt das Feuer von den Feuerbällchen auf das Holz in der Firebox übergreifen. Das gibt richtig schönes Feuer. Während der Brei jetzt auf Temperaturen kommt, habe ich hier die Zutaten für meine Pure Cheeseburger hingelegt. Und ihr seht, das ist recht überschaubar. Wir brauchen einfach nur ein paar Toasties, Cheddar-Käse und Beef Patties und ich habe hier von Adler Gourmet die Dry Age Tajima Wagyu Burger Patties, 180 Gramm pro Stück. Und ich war vor kurzem auf dem Ruhrpott Barbecue gewesen, da habe ich den Camillo getroffen und Camillo meinte, komm, lass uns mal eben schnell einen Cheeseburger machen und zwar wirklich in seiner reinsten Form, das heißt ohne Soßen, ohne Salat, ohne Gemüse, ohne Bacon, ohne alles. Also das heißt wirklich nur Toasties, Cheddar und eben richtig gutes Fleisch. Das Fleisch von Adler Gourmet ist noch tiefgefroren. Das ist bei einem Burger Patty vollkommen okay. Die lege ich auch gerne gefroren mal auf den Grill drauf. Bei einem Steak ist das was anderes. Das müsst ihr auf jeden Fall vorher auftauen lassen. Den Brei lassen wir jetzt auf Temperatur kommen. Ich packe das Fleisch schon mal aus und dann geht es gleich am Brei weiter. So, wenn wir dann die frische Glut haben, schieben wir die uns hier unter den Grillrost runter. Wir haben jetzt hier wirklich eine ordentliche Hitze, auf denen wir die Tajima Wagyu Patties anbraten können. Hier habe ich die zwei Dinger. Und wie ihr hören könnt, ist da richtig Schmackes am Start. Die grillen wir jetzt also richtig schön an. So, wie ihr sehen könnt, wölben sich die Beef Patties jetzt klein ein bisschen nach oben. Das ist der Moment, wo wir sie dann mal drehen. Ja, in so einem Wagyu, in so einem Tajima Wagyu ist halt schon ein bisschen Fett drin. Das gibt dann schon ein bisschen Flammenzauber. Ich hoffe, ihr könnt aber die Grillmuster sehen, die auf dem Fleisch drauf sind. Der Brei, der hat wirklich richtig Dampf. Also ja, damit kriegt man das wirklich hervorragend angebraten. Während das Fleisch jetzt von der anderen Seite brät, nehme ich schon mal hier meine Toasties und lege die hier hinten in die Ecke, möglichst weit weg von der Flamme, dass sie einfach schon nochmal warm werden. Und dann kann gleich der Käse auf das Fleisch. Sicherlich habt ihr schon einige Burger-Videos von mir gesehen und wenn ich die Burger-Patties selber gemacht habe, habe ich in der Regel eine kleine Kuhle reingedrückt in das Fleisch, damit eben, und das zeige ich euch jetzt, genau das hier nicht passiert. Das Beef-Patty ist gerade, die Flüssigkeit im Beef-Patty hat sich jetzt sozusagen in die Mitte geflüchtet. Von der anderen Seite ist es quasi noch glatt, aber genau damit eben sowas nicht passiert, solltet ihr vorher eine kleine Kuhle in das Burger Patty reinmachen, dann bleiben sie schön gerade. Macht jetzt dem Geschmack keinen Abbruch, aber sieht halt nicht so schön aus. So, unsere Wagyu Beef Patties sind jetzt fertig angegrillt. Die nehme ich jetzt von der Kohle runter. Richtig schöne Grillmuster haben die bekommen. Und lege jetzt auf jede Fleischscheibe zwei Scheiben Cheddar-Käse. Damit wir dann eine richtig schöne Cheddar-Belag reinkriegen. Und jetzt schiebe ich die hinten hin, dass der Käse schön schmelzen kann. Der Cheddar ist zerlaufen. Jetzt hole ich mir die Toasties vom Grill runter. Hier sind die Toasties. Die sind jetzt innen schön warm. Und hier sind unsere Tajima Wagyu Beef Patties. Setze ich jetzt da rein und dann den Deckel drauf und das ist schon alles. Warum soll man sich hervorragende Fleischqualität mit anderen Geschmacksnuancen verwässern? Das hier ist die pure Form eines Cheeseburgers und jetzt wird probiert. So, und da ist er also, mein Pure Tajima Wagyu Cheeseburger
Und jetzt wird probiert. Das Fett aus dem Wagyu ist in dieses Toastie reingezogen. Einfach dann nur der Geschmack noch von dem Cheddar mit dabei. Es ist wirklich eine richtig runde Geschichte. Wie gesagt, es braucht nicht Soßen, es braucht Zwiebeln, Bacon und so weiter. Das sind alles tolle Sachen, wo man einen riesen Burger mit machen kann. Aber wenn es einfach darum geht, dass es einfach richtig lecker ist und richtig pure, wäre das hier mein Mittel der Wahl. Richtig, richtig lecker. Solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Hoffe, ihr hattet auch Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten meines Kanals, dann dürft ihr das jetzt sehr, sehr gerne da oben in der Ecke nachholen. Einfach draufklicken, den Kanal abonnieren. Ihr verpasst keine Folge und wir sehen uns jeden Donnerstag pünktlich um 19 Uhr. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.